Deswegen wollen wir uns nochmal den nominellen, realen und substanziellen Gewinn anschauen. Geldwertschwankungen und Preisänderungen gegenüber Vermögens-, Schulden- und Gewinnbegriff. Aufgrund der Interdependenzen der Eigenkapitaldefinition mit dem Vermögens- und Schuldenbegriff und Gewinnbegriff kommt dem Umgang mit Geldwertschwankungen und Preisänderungen auch bei der Definition des Vermögens- und Schuldenbegriffs und bei der Definition des Gewinnbegriffs große Bedeutung zu, denn in seiner einfachsten Form ist der Gewinn die positive Differenz zwischen dem Umsatzerlös und dem Waren- bzw. Materialeinsatz in Abhängigkeit von der Berücksichtigung von Geldwertschwankungen und Preisänderungen in der Eigenkapitaldefinition ist der Waren- bzw. Materialeinsatz nun aber unterschiedlich zu bewerten. Folglich hängt die Höhe des Gewinns von der verwendeten Eigenkapitaldefinition ab, womit sich gleichermaßen auch Auswirkungen auf die Definition des Vermögens- und des Schuldenbegriffs ergeben, weil wir wissen ja immer, das Eigenkapital ist nichts anderes als Vermögen minus Schulden und die Differenz zwischen Eigenkapital am Anfang der Periode und am Ende der Periode ist Gewinn. Ja, also alles hängt wieder miteinander zusammen, auch wenn wir eben jetzt hier hingehen und eben das Eigenkapital unterschiedlich definieren, je nachdem, ob wir es nominell, real oder substanziell definieren, müssen wir alles also wieder dementsprechend darauf anpassen, was eben den Vermögensbegriff angeht, was den Schuldenbegriff bzw. dessen Definition angeht und auch die Gewinndefinition angeht. Nomineller, realer und substanzieller Gewinn. In Abhängigkeit von der Berücksichtigung von Geldwertschwankungen und Preisänderungen in der Eigenkapitaldefinition ist der Waren- bzw. Materialeinsatz unterschiedlich zu bewerten. Folglich hängt die Höhe des Gewinns von der verwendeten Eigenkapitaldefinition ab. In der Konsequenz sind ein nomineller, ein realer und ein substanzieller Gewinn zu unterscheiden. Einmal der nominelle Gewinn, dem Umsatzerlös, ist der mit historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertete Waren- bzw. Materialeinsatz gegenüberzustellen. Gewinn liegt vor, wenn der Umsatzerlös diese historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten übersteigt. Das kennen wir so auch allgemein. Dann realer Gewinn. Dem Umsatzerlös ist der Waren- bzw. Materialeinsatz mit geldwertkorrigierten historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gegenüberzustellen. Gewinn liegt vor, wenn der Umsatzerlös diese geldwertkorrigierten historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten übersteigt. Und dann substanzieller Gewinn. Dem Umsatzerlös ist der Waren- bzw. Materialeinsatz mit den Wiederbeschaffungspreisen gegenüberzustellen. Gewinn liegt vor, wenn der Umsatzerlös diese Wiederbeschaffungskosten übersteigt. Schauen wir uns auch gleich nochmal in einem Beispiel an, also in einer Klausuraufgabe, wie sie denn dann auch vorkommt. Wir wollen jetzt allerdings nochmal kurz über den Scheingewinn sprechen. Als Scheingewinn wird die Differenz zwischen dem Gewinn gemäß nomineller Eigenkapitaldefinition und realer bzw. substanzieller Eigenkapitaldefinition bezeichnet. Denn dieser Differenzbetrag wird zwar durch den Verkauf erlöst und fließt dem Unternehmen zu, er ist aber nicht frei verfügbar, da er für die Substanz Erhaltung des Unternehmens benötigt wird. Der Scheingewinn wird daher bei realer und substanzieller Eigenkapitaldefinition aus dem Gewinn ausgesondert und in eine dem Eigenkapital zuzurechnende Rücklage eingestellt. Diese Rücklage wird je nach Eigenkapitaldefinition unterschiedlich bezeichnet. Diese beiden Bezeichnungen bitte merken. Kaufkraftrücklage bei realer Eigenkapitaldefinition und dann Substanzerhaltungsrücklage bei substanzieller Eigenkapitaldefinition. Ja, also es ist natürlich so, dass wir ja letztendlich an finanziellen Mitteln wirklich nur die historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgegeben haben. Also die Differenz zwischen dem Umsatzerlös und den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, das ist wirklich die Zahlung, die erfolgt. Aber wenn wir dann hingehen und der realen bzw. substanziellen Eigenkapitaldefinition folgen, dann würden wir einen Teil dieses Gewinns eben nicht als Ertrag verbuchen, sondern dann dementsprechend dem Eigenkapital als Kaufkraftrücklage oder Substanzerhaltungsrücklage unterordnen. Ja? Wobei das dann nicht zum Gewinn zählt und auch nicht zu einer Position, die ausschüttungsfähig ist. Das ist auch ganz wichtig, sich dann zu merken. Ja? Also man bucht einfach keinen Ertrag, sondern dann dementsprechend einfach nur auf das Konto auf der Passivseite beim Eigenkapital, sodass eben keine Erträge dann dementsprechend entstehen für den Überschuss, was eigentlich Scheingewinn ist. Und die Differenz eben zwischen nominaler Gewinn und realer Gewinn oder substanzieller Gewinn ist dann immer der Scheingewinn.
Merke an dieser Stelle noch, bei nomineller Eigenkapitaldefinition gibt es keinen Scheingewinn. Ja? Der nominelle Überschuss ist immer echter Gewinn. Das ist auch noch wichtig zu merken, falls mal so eine allgemeine Frage dazu vorkommt. Also es gibt kein Scheingewinn bei nomineller Eigenkapitaldefinition oder beim nominellen Gewinn, weil wir weisen ja den echten Gewinn in Wirklichkeit aus. Eigenkapitaldefinition, Gewinn, Periodisierungsprinzip, die Definition des Gewinnbegriffs und die Entscheidung für eine Eigenkapitaldefinition können als gleichwertig angesehen werden, denn die Höhe des Gewinns wird durch die verwendete Eigenkapitaldefinition determiniert für die Zuordnung dieses Gewinns zu einer Teilperiode. Das heißt, die Bestimmung des Zeitpunkts des Erfolgseintritts ist das Periodisierungsprinzip wieder verantwortlich. Ja, darüber haben wir ja jetzt schon sehr ausführlich gesprochen. Auch, dass Eigenkapitaldefinition und Gewinn eigentlich gleich anzusehen sind, weil aus der Differenz zwischen dem Eigenkapital am Anfang und am Ende der Periode ergibt sich ja immer der Gewinn. Also ob ich jetzt den Gewinn definiere oder die Eigenkapitaldefinition mache, ist im Grunde das Gleiche. Und das Periodisierungsprinzip bestimmt ja immer, wann eben Aufwendungen und Erträge dann in welcher Periode dementsprechend anfallen. Jetzt gehen wir weiter und wollen nochmal eine Ermittlung des Gewinns nach nomineller, realer und substanzieller Eigenkapitaldefinition vornehmen. So eine Aufgabe, wie sie dann auch in der Klausur dazu vorkommt. Beispielhafte Ermittlung des nominellen, realen und substanziellen Gewinns. Die Ermittlung des Gewinns nach nomineller, realer und substanzieller Eigenkapitaldefinition soll anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden. Und zwar haben wir folgendes Beispiel. Die Eröffnungsbilanz eines Unternehmens hat zu Beginn des Geschäftsjahres 1 folgendes Aussehen. Ja, also Bilanz zu Beginn des Geschäftsjahres 1. Wir haben Vorräte, insgesamt 20 Stück von der Stückzahl her. Steht eigentlich nicht in der Bilanz, aber soll jetzt hier uns helfen. Ist dann mit 400 bewertet und das Eigenkapital ist auch 400. Wir haben also im Grunde keine Schulden oder Verbindlichkeiten oder sowas. Und bei den Vorräten ergeben sich im Geschäftsjahr 1 folgende Abgänge und Zugänge zu jeweils jetzt 20 Stück. Ja, also auch hier wieder, die Stückzahl bleibt immer gleich. Und wir haben Abgänge, also Umsatzerlöse von 640, 680, 720, 760 und 800. Und dann haben wir Zugänge, also Beschaffungsauszahlungen von 420, 440, 460, 480 und 500. Und mit jedem Abgang verlässt der gesamte Vorratsbestand des Unternehmens und wird unmittelbar danach durch einen Zugang ersetzt. Der letzte Abgang und Zugang findet kurz vor dem Ende des Geschäftsjahres statt. Am Anfang des Geschäftsjahres 1 beträgt der allgemeine Kaufkraftindex 1 und am Ende des Geschäftsjahres 1,5. Die Vorräte werden nach dem FIFO-Verfahren bewertet. Wichtig hier, FIFO-Verfahren bedeutet immer, dass die ältesten Bestände zuerst rausgehen und der jüngste Bestand, der gerade angeschafft wurde, also hier die Zugänge zu 500 Euro, die letzten 20 Stück, ja, würden dann zu 500 bewertet werden nach dem FIFO-Verfahren. Ja, aber da bitte sicher sein, was das FIFO-Verfahren betrifft. Also zuerst gehen die 20 Stück zu 400 Geldeinheiten raus, zu 640 als Umsatzerlös. Danach gehen eben die nächsten Zugänge für 420 zu 680 raus und so weiter. Ja, da bitte dran denken beim FIFO-Verfahren. Und es soll der Gewinn der Periode nach der nominellen, nach der realen und nach der substanziellen Eigenkapitaldefinition bestimmt werden. Zusätzlich wollen wir die jeweils dazugehörigen Schlussbilanzen aufstellen. Wie sieht das jetzt für die nominelle Eigenkapitaldefinition aus? Nach der nominellen Eigenkapitaldefinition errechnet sich der Gewinn aus dem Veräußerungserlös abzüglich dem Geldeinsatz, also den Beschaffungsauszahlungen. Machen wir das einmal. Nomineller Gewinn ist also Umsatzerlöse minus Warenaufwand. Was sind unsere Umsatzerlöse? Steht hier, wir würden sie alle aufaddieren. Also 640 plus 680 plus 720 plus 760 plus 800. Minus den Warenaufwand. Beim Warenaufwand müssen wir jetzt aufpassen. Wir wissen ja, FIFO-Verfahren, das heißt, den ersten Warenaufwand, den wir erfassen, ist natürlich der Abgang der Vorräte aus dem Lager. Das heißt, wir würden hier rechnen für eben die Beschaffungsauszahlung, also für den Warenaufwand, 400 plus 420 plus 440 plus 460 plus 480 und die 20 Stück, die sich jetzt noch im Vorrat befinden, die werden dann natürlich zu 500
bewertet. Wir haben ja schon eine Beispielaufgabe zum FIFO-Verfahren auf jeden Fall gemacht. Und damit haben wir den nominellen Gewinn raus, also 3.600 sind die Umsatzerlöse, minus 2.200 ist der Warenaufwand, also haben wir einen nominellen Gewinn von 1.400 Geldeinheiten. Wie sieht dazu die Schlussbilanz aus? Die Schlussbilanz würde wie folgt aussehen, dass wir eben Vorräte, 20 Stück haben, jetzt bewertet zu 500, also unsere letzte Beschaffungsauszahlung. Und dann hätten wir Eigenkapital 400, wir würden Gewinn von 1.400 ausweisen und dann die Kasse wäre 1.300, weil natürlich wir aus der Kasse noch 100 mehr ausgegeben haben, weil es hat sich ja letztlich dazu ergeben, dass die Vorräte eben um 100 Geldeinheiten teurer tatsächlich geworden sind und dadurch haben wir nur 1.300 in der Kasse und nicht 1.400 in der Kasse. Ja, wir sehen schon hier, dadurch, dass sich die Kaufkraft verändert hat, haben wir weniger in unserer Kasse, als der Gewinn tatsächlich ausgewiesen ist, weil wir eben für die 20 Stück am Ende der Periode mehr bezahlen mussten. Merke hier nochmal, beim FIFO-Verfahren, also First In, First Out, verlassen die ältesten Vorräte das Lager zuerst, sodass am Ende der jüngste Zugang auf Lager mit 500 Geldeinheiten zu bewerten ist. Das ändert sich jetzt auch nicht bei den anderen Gewinndefinition, ja, weil wir hier dem FIFO-Verfahren folgen. Ja, also da wird es auch weiterhin eben gleich bleiben und mit 500 Geldeinheiten bewertet werden laut FIFO-Verfahren. Das ist ja auch nochmal vermerkt, falls Sie eben sich das Video jetzt hier nicht anhören, sondern immer nur durch die Folien gehen, damit Sie das auch nachvollziehen können, wie ich hier auf Vorräte von 500 gekommen bin letztendlich, was die 20 Stück betrifft. Schauen wir uns das Ganze jetzt nach der realen Eigenkapitaldefinition an. Wie würde das dann aussehen? Bei der realen Eigenkapitaldefinition wird erst ein Gewinn erzielt, wenn der Überschuss die ursprünglich eingesetzte Kaufkraft übersteigt. Demzufolge ist der nominale Gewinn, um die Kaufkraftrücklage zu reduzieren und in dieser Höhe eine Kaufkraftrücklage zu bilden. Und das ist auch das Erste, was wir einmal machen wollen. Wir wollen die Kaufkraftrücklage bilden. Und hier würden wir hingehen, Vorräte zu Beginn mal dem Kaufkraftindex am Ende des Geschäftsjahres minus Vorräte zu Beginn mal dem Kaufkraftindex zu Beginn des Geschäftsjahres. Also es wird wie folgt aussehen, der Kaufkraftindex ist hier in der Aufgabe angegeben, zu Beginn eben mit 1 und am Ende des Geschäftsjahres mit 1,5. Wir würden also die Vorräte von 400 erstmal mal 1,5 nehmen. So teuer sind die ja letztendlich geworden, ja, durch eben den Kaufkraftindex, der gestiegen ist, sind die natürlich höher geworden und dann minus 400 mal den Kaufkraftindex von 1, wo er vorher am Anfang der Periode war. Also wenn wir das einmal ausrechnen, dann haben wir 200 Geldeinheiten Scheingewinn gehabt hier und Sie sehen schon, dass das hier mit dem Kaufkraftindex nicht ganz hinhaut. In Wirklichkeit haben wir nämlich nur eine Preissteigerung von 100 gehabt und nicht von 200. Ja, also unser Kaufkraftindex ist hier nicht so ganz perfekt, was das Ganze betrifft, um das Ganze abzubilden. Und was würden wir jetzt machen, um den realen Gewinn zu ermitteln? Wir würden Umsatzerlöse minus Warenaufwand minus Kaufkraftrücklage rechnen. Das heißt, die 3.600, die wir Umsatzerlöse hatten, minus den 2.200 Warenaufwand und minus Nummer 200, weil wir hier ermittelt haben, dass das in Wirklichkeit ein Scheingewinn ist. Also weisen wir jetzt nur einen Gewinn von 1.200 aus und das schauen wir uns jetzt auch in der Bilanz an. Und hier die Bilanz, die Schlussbilanz würde bei den Vorräten auf jeden Fall gleich bleiben mit 500, weil wir das, wie gesagt, das FIFO-Verfahren anwenden. Und dann die Kasse würde weiterhin 1.300 haben, das Eigenkapital 400, der Gewinn würde jetzt aber nur 1.200 betragen und die Kaufkraftrücklage 200. Und wir würden jetzt eben, was die Ausschüttung betrifft, nur noch maximal 1.200 ausschütten können und nicht mehr die 1.400 wie bei der nominellen Eigenkapitaldefinition. Ja, also wir weisen einen wesentlich geringeren Gewinn aus. Also wir haben im Grunde den Ertrag für die Umsatzerlöse, die 200 Euro eben in die Kaufkraftrücklage gebucht, also im Grunde erfolgsneutral verbucht, weil wir eben wissen, dass das in Wirklichkeit ein Scheingewinn ist durch eben die Veränderung der Kaufkraft bzw. durch die Veränderung des Kaufkraftindex.
Dann wollen wir uns das Ganze auch nochmal aus Sicht der substanziellen Eigenkapitaldefinition uns anschauen. Also was ergibt sich für die substanzielle Eigenkapitaldefinition? Bei der substanziellen Eigenkapitaldefinition wird erst ein Gewinn erzielt, wenn der Überschuss den Betrag zur Substanzerhaltung, also Wiederbeschaffungspreis der betreffenden Waren, übersteigt. Demzufolge wird nicht die allgemeine Veränderung der Kaufkraft, sondern es werden die konkreten Preissteigerungsraten verwendet. Und wie sieht das jetzt hier aus? Also wir würden wieder die Substanzerhaltungsrücklage erstmal herausfinden. Das heißt, Beschaffungspreis Vorräte Ende des Geschäftsjahres wäre jetzt hier 500 minus Vorräte Anfang des Geschäftsjahres auf Lager wären jetzt hier 400, die wir auf Lager haben. Also Substanzerhaltungsrücklage ist nichts anderes als die 500, also die letzte Ausgabe für die Vorräte minus letztendlich das, was wir eigentlich im Lager hatten, wie es dann zu Beginn des Geschäftsjahres bewertet wurde, zu 400. Also haben wir jetzt hier einen 100 € Scheingewinn zu verbuchen, also tatsächlich die Kaufkraftänderung, die sich wirklich ergeben hat. Also für die Vorräte geben wir mittlerweile 500 € aus, nicht mehr nur 400 €, wie sie dann bilanziert wurde zu Beginn des Geschäftsjahres, beziehungsweise wie sie bewertet wurde zum Ende des Geschäftsjahres 0. Und wie würde dann der substanzielle Gewinn sich ergeben? Natürlich auch wieder Umsatzerlöse minus Warenaufwand und jetzt minus der Substanzerhaltungsrücklage, also 3.600 minus 2.200 minus den 100 dann. Das heißt, wir hätten substanziellen Gewinn von 1.300. Wie würde die Schlussbilanz dazu aussehen? Auch hier wieder Aktivseite unverändert, Vorräte 500. Kasse 1.300, Eigenkapital wäre weiterhin 400, der Gewinn mit 1.300 und die Substanzerhaltungsrücklage jetzt dementsprechend dann 100. Ja? Das soll es soweit gewesen sein zu der Ermittlung des Gewinns nach nomineller, realer und substanzieller Eigenkapitaldefinition. Ich hoffe, ich konnte es hier ganz gut darstellen. Es ist eigentlich nicht so schwierig. Das Schwierigste ist eigentlich, dass man hier darauf aufpasst, dass man eben dem FIFO-Verfahren folgen muss, ja, also wie man letztendlich den Endbestand dann bewertet. Ansonsten ziehen Sie einfach immer nur den Scheingewinn, den Sie ermitteln, von eben dem nominellen Gewinn eigentlich ab, um dann zum realen und substanziellen Gewinn zu gelangen.